Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und dieses Kreuz hinter mir, das ist für Mäusebussards oder Greifvögel gedacht, die mir vielleicht ein bisschen helfen, hier im Garten vielleicht mal ein oder zwei Wühlmäuse aufzugreifen und da auch mein kleines Wühlmausproblem in den Griff zu bekommen. Diese Stange hier habe ich selbst gebaut aus einer 2 bis 3 Meter großen bis 10 cm dicken, also im Durchmesser dicken Stamm oder beziehungsweise Stecken. Den habe ich von einem Freund geschenkt bekommen, weil ich ihm gesagt habe, dass ich sowas bauen möchte. Und da habe ich nochmal in der Mitte beziehungsweise auf der Höhe von 2 bis 3 Meter, so hoch soll nämlich diese Stange auch ungefähr sein, habe ich dann nochmal eine Querstange oder einen Querstock montiert mit Schrauben, und das soll einfach nochmal dazu helfen, dass der Greifvogel muss ja irgendwo Platz haben, wo er sich hinsetzen kann, und da soll er ungefähr die Dicke von der Querstange soll ungefähr 5 cm betragen, ungefähr 30 cm lang. Und das habe ich einfach mal mit Schrauben montiert und festgemacht. Ich habe insgesamt 2 Stück gemacht. Den anderen habe ich aus Bambus gemacht, weil bei mir im Schrebergarten der Nachbar einen großen Bambus hat, der bei mir rüberwächst. Und habe ich einfach eine Bambusstange, die 3 Meter groß war, auch gemacht. Und die habe ich dann auch nochmal zusätzlich aufgestellt. Und die habe ich jetzt hier in dem Bereich hinter den Hochbeeten aufgebaut bzw. aufgestellt, damit der Mäusebussard hier einen guten Ausblick hat auf den Garten. Jetzt nicht in Richtung Hügelbeete hat er jetzt keinen Ausblick, da würde er wahrscheinlich mehr weniger, wenn er mal Mäuse finden würde, dort zugreifen können. Aber ich weiß, dass weiter drüben, also draußen, direkt in der Nähe ein Feld ist und auch ab und zu ich hier auch Vögel sehe, also solche Mäusebussards oder Greifvögel, die wahrscheinlich auf dem Feld Wühlmäuse jagen. Und ich habe sie ja jetzt hier vom Gewächshaus und vom Komposthaufen oder von den Komposthaufen hingestellt, weil da halt viele Samen, Wurzeln sind und da lockt es vielleicht mehr oder weniger die Wühlmäuse mehr an. Und ja, das war eigentlich schon ziemlich einfach zu bauen, da braucht man eigentlich nicht viel, ist in 10 Minuten gemacht. Und da möchte ich auch nochmal so einen kurzen Hinweis euch geben, weil ich auch in dem letzten Video, was ich gemacht habe zum Igel ansiedeln, verlinke ich euch auch in der Infokarte. Es ist halt grundsätzlich so, man kann in der Permakultur die Sachen bzw. die Tiere ihnen Wohnräume zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel das Igelhäuschen oder so eine Greifvogelstange. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Teich baut, dass man Frösche ansiedelt, Molche möchte ich auch noch ansiedeln, also Steingarten aufbauen oder sowas. Es ist grundsätzlich so, man kann diese Sachen den Tieren zur Verfügung stellen in deinem Garten. Problem ist halt nur, ob sie auch freiwillig kommen. Das liegt natürlich oft auf die Umgebung an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier lebe auf einem Berg und meine Nachbarn haben jetzt nicht unbedingt so ein Paradies für Echsen oder Igel, dann wird es wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass sich mal hier eine Echse, eine Kröte oder ein Igel einfach mal verirrt und sieht, der hat einen Teich für mich gebaut, da möchte ich jetzt leben. Das heißt, man muss einfach auch schauen, wie das Umfeld ist, und wenn man jetzt zum Beispiel bemerkt hat, dass man in der Nähe überhaupt keine Greifvögel hat, wie jetzt in dem Fall, und baut 10 solche Stangen hin, da wird trotzdem kein Vogel kommen. Aber man muss sich ja natürlich auch in die Lage des Tieres versetzen. Wenn ich jetzt keine Mäuse oder wenig Mäuse in meinem Garten habe und trotzdem diese Stange hinstelle, ja, dann denkt sich der Vogel auch irgendwann, ja, der hat hier kein Futter, warum sollte ich hier landen? Das ist für mich Zeitverschwendung. Das gleiche ist auch für einen Igel oder für eine Echse. Wenn ich halt nicht genug Insekten habe, nicht genug Futter, auch nicht nur bei mir, sondern auch in der Umgebung, in der breiteren, dann werden die höchstwahrscheinlich die Region meiden. Und dann kann man auch Häuschen ohne Ende bauen, Unterkünfte, Teiche, Totholzhecken, Steinhaufen. Das wird dann
eine lange Zeit einfach dauern. Und das ist einfach nochmal, ja, das, was ich auch nochmal mitgeben möchte, worauf ihr auch wirklich achten solltet, wenn ihr solche Stangen, Igelhäuschen oder was weiß ich auch für Konstrukte baut für das Ansiedeln von Tieren. Das ist einfach wichtig zu beachten. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal Freunden und Familie empfehlen würdet, dass mit immer mehr Aufmerksamkeit auf meinen Kanal kommt. Und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und auch auf meiner Webseite. Das ist einfach immer wieder schön zu sehen, wenn Leute einen unterstützen. Dass halt auch wirklich die Arbeit sich lohnt, die ich hier reinstecke in die Felder, ins YouTube hier. Und so kann ich auch weiterhin für euch Videos machen, das Permakulturprojekt Peace am Laufen halten und ja, euch einfach zeigen oder meine Entwicklung mit euch teilen und dass wir halt gemeinsam Einklang mit der Natur leben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und genießt einfach die wunderbaren Tage im, ja, in der Sonne. Es sind wunderbare, schöne Sommertage, die jetzt kommen, und genießt die Harmonie in der Natur. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ihr dürft euch die wunderbare weißgestreifte Zucchini anschauen. Gibt nicht nur grüne oder gelbe, gibt auch weiße. Hatte ich letztes Jahr auch im Anbau. Und ja, das ist die erste dieses Jahr.